Ausgebrannte Autos, zerstörte Häuser, Chaos, Tote. In den letzten Monaten erreichen uns wieder vermehrt solche Bilder aus dem Irak, aus Bagdad. Das Land wird von einer neuen, heftigen Terrorwelle erschüttert. Allein am Montag wurden in Bagdad 13 Autobomben gezündet. Dutzende Opfer sind zu beklagen. Unser Reporter Volker Schwenk ist nach Bagdad gereist und wollte wissen, wie leben die Menschen mit der ständigen Angst vor Anschlägen? Welche Hoffnungen haben sie? Er traf dort eine Gruppe von jungen Leuten, Jungs, die vor allem ihren Sport lieben, mit dem sie aber oft auch anecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Bagdad, Bilder! Der Trainingstag sei der beste Tag der ganzen Woche, sagen die jungen Leute. Heute fühlen sie sich frei. Parkoursport heißt, was sie da treiben. Und in Bagdad kann man so etwas nur in einem Park tun. Die Polizei verhaftet uns, hält uns für Terroristen. Sie sagen, das ist verboten. Es ist auch verboten zu rennen, sagt Captain, der Chef der Truppe. Die meisten Leute sagen, was ihr macht, ist falsch. Falsch in einer Stadt, in der das der Alltag ist. Ausgebrannte Autowracks im Wohngebiet, Trümmer einer Explosion, die zusammengefegt werden. Ein Schulweg, der über Scherben, Splitter und Blut führt. Bilder von Anschlägen der letzten Tage, mehr als 40 Menschen starben. Auf Schritt und Tritt begegnet man in Bagdad Polizei und Armee, Tausenden von Sicherheitskräften. Nur eines schaffen die nicht, Sicherheit. Und auch wirtschaftlich kommt das Land kaum voran. Die Arbeitslosigkeit um die 25%. Die meisten in der Parkoursportgruppe haben keine feste Arbeit, nur Gelegenheitsjobs. Zukunft? Darüber können wir nicht mal nachdenken, meint Prince. Was mit uns passieren wird? Keine Ahnung. Immer wieder Selbstmordattentäter, immer wieder wird einer umgebracht. Alle jungen Leute wollen am liebsten das Land verlassen, weil es dauernd Anschläge und Autobomben gibt. Und ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Wir wollen doch Sicherheit für uns und unsere Familien. Aber der Captain, er will bleiben. Der Irak sei seine Heimat. Er will lieber hier seinen Traum verwirklichen. Den Traum, dass man über Mauern springen und rennen kann, so viel man will, ohne für einen Terroristen gehalten zu werden.